Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu Empyrean Galactic Survival. Jetzt ist die Alpha 1.0.0.0370 raus. Und ja, es wurde alles gewiped, damit wir aber nicht komplett von vorne anfangen mussten, habe ich schon mal ein bisschen was angefangen. Auch die Landeprozedur ist jetzt ein bisschen anders, denn wir können jetzt unser Landing Pod, sag ich mal so, auch ein bisschen steuern. Was ich eigentlich eine sehr coole Sache finde. Ich habe schon mal eine Base soweit aufgebaut. Zack, da steht sie schon. Ist doch ein ziemlich großer Karton schon geworden. Ich habe auch hier noch einen Weg quasi gebaut. Den habe ich erstmal nur mit Blöcken gemacht, weil ich sonst noch nicht wusste, wie ich es sonst machen sollte. Denn hier hinten, das kann ich euch gerade mal schnell zeigen, habe ich nämlich auch nochmal... Ups, da hat es gerade irgendwie geleckt, warum auch immer. Da habe ich nämlich auch was gebaut. Und zwar habe ich hier extra zum Schutz noch ein paar Wände rumgesetzt und hier steht mein O2-Generator. Ich würde auch später dann auch dieser H2O-Generator noch reinkommen, da ist definitiv noch Platz für. Aber erstmal das Ding ist schon mal safe, wenn wir dann von den Drohnen angegriffen werden, dürfte da eigentlich nichts passieren. Und ja, dann gehen wir mal in unsere Hütte rein. Die hat auch zwei Eingänge. Einmal halt quasi zu dem Generator. Allerdings habe ich momentan auch den Generator ausgeschaltet. Deshalb ging die Tür jetzt nicht alleine auf. Hier habe ich auch noch eine Glasscheibe. Da können wir ein bisschen rausgucken. Hier haben wir unsere zweite Tür. Da haben wir quasi den Vordereingang. Hier sind noch ein paar Treppenstufen. Und hier habe ich auch noch mal eine Glasscheibe dran. Ich habe hier bisher nur hier den großen Konstruktor stehen, einen kleinen Generator und hier das kleine Treibstofflager bzw. den kleinen Treibstofftank. Und habe auch, die Tür sollte ich vielleicht auch mal schließen. Und habe hier auch schon mal eine Treppe für nach oben gemacht, für den Fall, dass wir zum Beispiel angegriffen werden oder so. Dann können wir nämlich von uns hier von hier oben auch schon mal ein bisschen verteidigen. Denn ich weiß noch nicht, wie viel Platz wir denn überhaupt generell benötigen werden. Ob das unten reicht, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir da so mit Förderbändern quasi später was bauen können. So wie es bei Space Engineers war. Wenn nicht, sollte das eigentlich unten reichen. Ansonsten lassen wir das einfach mal so. Ich habe auch schon, das kann ich euch hier unter Talentbaum zeigen, schon auch ein bisschen was freigeschaltet. Zum Beispiel den Kühlschrank. Dann habe ich hier ein paar Leuchten. Ich habe ein Kanonengeschütz schon freigeschaltet. Das ist, glaube ich, dasselbe. Ja, Fahrwerk und Andockplatte habe ich auch schon freigeschaltet. Da habe ich bisher noch nichts gemacht. Hier habe ich zum Beispiel Zerlege- und Reparaturwerkzeug erstellt, damit wir auch Blöcke wegmachen können, denn ich hatte einen Block versehentlich gesetzt mitten im Raum. Da wollte ich den aber gar nicht hinhaben. Da musste ich das Ding bauen. Und bei Waffen habe ich schon mal das Sturmgewehr freigeschaltet, was ich mir auch schon direkt gecraftet habe. So, dann machen wir mal hier gerade das Licht an. Dann sehen wir hier nämlich ein bisschen mehr. Hier geht es nämlich wieder runter. Hier werde ich auch definitiv, glaube ich, noch eine Tür reinmachen. Denn ich hatte schon Besuch von ein paar Drohnen. Da kam nämlich dann erst in einer Nacht zwei und dann in der nächsten Nacht kamen dann auf einmal vier Drohnen. Das war schon nicht gerade ohne. Und auch was hier an Materialien drin ist. Ich habe mittlerweile wieder 414 Eisenbarren. Habe auch schon Prometheum-Erz gesammelt, Magnesium auch. Eisenerz hatte ich eigentlich auch gesammelt, das habe ich aber größtenteils umgewandelt.
Habe ja auch schon so ein paar Sachen angefertigt. Ist zwar jetzt noch nicht wirklich viel, aber wir kommen erstmal eine Weile hin. Genauso wie mit den Kraftstoffzellen. Da kommen wir auch erstmal ein Weilchen mit hin. Habe auch schon mal hier einen Kühlschrank gebaut. Den können wir nämlich jetzt auch ins Inventar nehmen. Klonkammer habe ich versehentlich zweimal gebaut. Nahrungsmittelprozessor habe ich auch schon mal gebaut. So, die Kugeln. Die können wir nicht. Naja, okay, die können wir so nicht stacken. Okay. Also, wir haben auf jeden Fall genug Munition, um mit dem Sturmgewehr zu hantieren. Ich habe nämlich auch ein zweites Sturmgewehr gebaut. Für den Fall, dass ich mal weiter weg bin und sterbe, dann ist nicht direkt das Sturmgewehr, was ich dabei habe, komplett futsch. Hier haben wir auch drei Kanonengeschütze. Die werde ich aber erstmal noch nicht aufbauen. Das kommt erst später. Genauso wie ein Gemüsebeet. Da muss ich auch mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier so eine Art Gewächshaus dran setze oder wie genau ich das dann machen werde. Muss ich mal gucken. So, wir könnten aber eigentlich. Okay, da habe ich momentan gar nichts drin. Dann muss ich hier ein paar Energiezellen mal rausnehmen. Ich habe ja genug Energiezellen. Nehmen wir mal erstmal vier Stück. Denn wir haben so viel Promethium-Pellets jetzt, weil wir haben eine riesige Mine. Kann ich euch auch gerade mal auf der Karte zeigen. Also ich habe hier schon einiges an Erz gefunden. Auch als wir da mit der ja, Kapsel quasi abgestürzt sind. Da habe ich nämlich erstmal hier Magnesiumlager und Eisenlager gefunden. Darum bin ich auch dann da geblieben. Dort hinten ist ein Siliziumlager. Hier haben wir auch nochmal ein Eisenlager. Eine schöne Promethium-Erzlager. Hier nochmal. Und da haben wir eine Kupfererzlager. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Kobalt. Da weiß ich allerdings nicht, wo das sein könnte. Da werde ich mich aber mal auf den Weg machen, vielleicht hier mal lang zu gehen. Oder hier lang zu gehen. Oder da lang. Ich meine, es könnte sein, dass hier in dem Gebiet irgendwo eine Einrichtung oder so ist, weil von hier aus habe ich nämlich ein paar Drohnen fliegen sehen. Beziehungsweise als ich hier bei dem Promethium-Erzlager war, waren hier in der Luft zwei Drohnen. Also ich könnte mir vorstellen, dass in dem Gebiet hier irgendwo was ist. So, die Pole sieht irgendwie was komisch aus da an der Stelle. Auch da ein bisschen. Da habe ich allerdings auch gehört, dass man da momentan noch gar nicht hin kann. Also von daher, naja, gut. So, dann tun wir hier mal ein bisschen was reinstecken. Zack. Die Base schalten wir jetzt auch wieder ein. Dann haben wir nämlich wieder Strom und auch direkt Licht. Ich habe jetzt noch nicht so viele Lampen eingebaut, aber ich denke mal, für den Anfang reicht das eigentlich. Hier haben wir auch so ein bisschen den Rasen noch durchgucken, aber ich finde das jetzt nicht so super schlimm. Da kann man ja auch dann Sachen draufstellen, dann sieht man da eh nicht mehr so viel von. Wir könnten zum Beispiel nämlich hier die Essensecke hinmachen. So, zack, das kommt jetzt mal hier weg. Dann setzen wir nämlich. Ach, ist ja eigentlich total egal. Obwohl, wir könnten das eigentlich auch hier hinstellen, oder? Bin gerade überlegen, wo es macht Sinn. Ach komm, ich. Das ist eigentlich eine gewisse. Na komm, das drehen wir. Das sieht ein bisschen doof aus von der einen Seite, oder? Oder doch lieber die Kabel draußen von der anderen Seite. Nee, so sieht es besser aus. Zack. Und den Kühlschrank, der sieht. Ja, wollte schon sagen, der ist bestimmt falsch rum. Steht der denn auch richtig rum? Ich denke mal schon. Setzen wir den dahin. Dann können wir nämlich hier unser Essen reinlegen. Ich habe nämlich hier auch einige Corn Dogs mittlerweile aufgesammelt. Zack, das, was am längsten hält, tun wir, glaube ich, auch erstmal rein. Weil die anderen werden wir nach und nach verschmagulieren. Da der Junge doch immer ziemlich viel Hunger hat. Eine Klonkammer. Setzt einen Startpunkt. Ja, das Ding werde ich jetzt auch definitiv erstmal setzen. Ich glaube, das setze ich auch hier einfach dahin. Können wir hier eigentlich irgendwas dran machen? Klonkammer. Setzt den Startpunkt. Ja, ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Zumindest sehe ich nicht, dass da jetzt irgendwas Besonderes geschieht. So, haben wir jetzt hier irgendwie groß Stromverbrauch? Stromverbrauch momentan 2%. Also, das haut definitiv momentan hin. So, die andere Klonkammer lasse ich erstmal drin, weil wir die ja momentan noch nicht brauchen. Dann gucken wir mal gerade. O2-Tank, weiß ich nicht. Brauchen wir den?
Braucht man eigentlich momentan gar nicht. Pflanzenleuchte habe ich, glaube ich, eine. Ich werde auf jeden Fall dann demnächst auch ein Blumenbeet bauen müssen. Wir könnten allerdings schon mal anfangen, nach oben hin eine Tür einzusetzen, damit wir auch da wirklich vor den Drohnen sicher sind. Ich suche allerdings gerade, wo ist denn die Tür, die ich gebaut hatte? Oder habe ich die schon verbaut? Ich sehe sie zumindest gerade nicht. Ne, sehe ich gerade nicht. Muss man noch eine bauen. Das Problem ist, Kobalt geht mir momentan ziemlich aus und Kobalt brauchen wir auch für ein paar Sachen. Also da wird es in nächster Zeit ziemlich eng. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall demnächst mal auf die Suche machen nach Kobalt. Ist schon fertig? Ah, ist wirklich schon fertig. Okay. Das ging eigentlich ziemlich flott. So. Kann jetzt die Dinger schon mal reinpfeifen. So. Ja, wie drehen wir die jetzt? Ich glaube, so macht es, glaube ich, am meisten Sinn. Genau. So, dann machen wir das nämlich auf der Seite schon mal so weit zu. Zack. Die Frage ist, damit wir es hier heller haben, könnten wir eigentlich doch Glasplatten benutzen. Für den Fall, dass wir da sowieso vielleicht noch ein Dach drüber sitzen, das weiß ich allerdings noch nicht. Müssen wir einfach mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie ich die Plattform da oben benutzen werde. So, machen wir das Jetpack wieder an. Zack. Kommen wir hier so schön drauf. Die Glasplatten tun wir hier drauf. Und ein bisschen drehen. So ist es nicht. Nee, komm. Dreh sie doch so, wie ich das will. Mann, verdammt. Eigentlich klappt das gerade nicht so. Irgendwas mache ich gerade irgendwie falsch. Hä? Nee. Ach Gott. Jetzt die Platte doch so, wie ich sie will. Vor allem, das ist etwas irritierend, weil da dann so ein Gitternetz zeigt und die Glasplatte zeigt da woanders an. Was? Ach Gott. So will ich sie haben. Okay. So hält sie nicht. Hätte ich mir auch schon fast denken können. Hey, du sollst die Scheiße hier. Willst du mich jetzt verarschen? Also irgendwas stimmt da gerade nicht. Ja, machen wir das mal anders. Ja, ich weiß, Jetpack habe ich an, da kann ich nicht rein. So, die Glasplatte erstmal wieder raus. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Zerlegewerkzeug. Ich weiß auch nicht, wie das ist hier mit der Decke. Vielleicht sollte ich. Sollte ich hier nochmal eine Verstärkung reinmachen? Ich weiß es nicht. Komm, wir setzen mal da einen Block hin. Wird zwar wahrscheinlich nicht so viel zur strukturellen Integrität beitragen. Aber naja. Gut. Warum der den Block jetzt da gesetzt hat, habe ich nicht so ganz verstanden. Habe ich das jetzt angehettet? Ja, ich repariere mal erstmal. So, Jetpack wieder an. Und hier drauf. Hey. Zack, zack, zack. So sollte er das eigentlich direkt machen. Hoppala. Und zack. So. Jetzt ist das Ding nämlich von hier oben schon mal zu. Die Drohnen können hier schon mal so leicht nicht rein. Kann man eigentlich
ich auch hier wieder noch eine Lampe hinsetzen. Dann brauchen wir nämlich wirklich die Taschenlampe hier nicht drin. Vielleicht sogar bei der Treppe. Stahlplatten hatten wir da. Das tun wir auch erstmal wieder hier rein. Das können wir schon mal da reinziehen. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. So, Licht tun wir mal zwei Stück erstmal nur produzieren. Das reicht, glaube ich, erstmal. So. Wie sieht es mit unserer Energie aus? Da haben wir noch genug drin. Ich mache das so ab und zu mal, wenn ich wirklich dann on Tour bin, dann nehme ich alle Energiezellen raus, dann setze ich hier im Konstruktor eine riesige Menge an Sachen rein, was hergestellt werden soll. Dann wird dann nur der verbleibende Strom, der quasi noch im Generator ist, dann verwendet und danach geht alles offline. Dadurch habe ich natürlich dann den Vorteil, dass ich jetzt nicht Dutzende von den Energiezellen verschwende. Für nix und wieder nix. Da eine hin. Und die tun wir da hin. Da haben wir das hier wenigstens schön ausgeleuchtet. Ich finde auch die Türen sehr, sehr cool gemacht. Dass die direkt von alleine auch auf und zu gehen. Also das kenne ich durch von Space Engineers. Da musste man die ganzen Dinger dann extra noch programmieren. Hier geht das alles locker flockig von alleine. Was ich sehr, sehr geil finde. So, achso, ich sollte vielleicht auch den Sauerstoffgenerator einschalten, endlich mal. Dafür brauche ich eigentlich noch eine Energiezelle erstmal. Vielleicht haben wir ja auch Glück, dass diese Nacht keine Drohnen kommen, weil erst in der letzten Nacht waren jetzt Drohnen da. So, da vorne haben wir auch was. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass an der Kante leckt, warum auch immer. Ja, ich sollte vielleicht auch auf den Weg gehen. Wow. So, zack. Dann kriegst du hier ein bisschen Kraftstoff. Ja, Sauerstoffgenerator aktiviert. Essbare Pflanzen finden und Heilpflanzen finden. Ja, das kriegen wir eigentlich hin, weil hier wachsen auf jeden Fall sehr viele Corn Dogs. Das ist eigentlich das Einzige, wovon ich mich hier gerade ernähre. Ich habe zwar noch die Notfallration im Konstruktor, aber die will ich mir doch auch später aufheben. So, das nehmen wir mal mit. Ich weiß nämlich nicht, was davon jetzt eine Heilpflanze sein soll. Fasern nehmen wir auch einfach mal mit. Was auch cool ist, was jetzt dazugekommen ist, ist eine Kettensäge. Ich habe schon zwei oder drei Bäume habe ich gefällt. Allerdings weiß ich außer die Holzblöcke noch nicht so wirklich, wofür man Holz hier momentan benötigt. Aber ich denke mal, das werden wir dann mit der Zeit dann auch rausfinden. So, da mal was Essbares wieder. Heilpflanzen. Ich habe keine Ahnung, wie hier Heilpflanzen aussehen in dem Spiel. Da haben wir auch nochmal Corn Dogs. Sehr lecker. Nochmal ein paar Fasern. Hier ist meine mein Magnesium-Erzlager. Da habe ich schon so ein bisschen gewütet. Ja, einigermaßen großen Krater schon gemacht. So, komm hier raus. Nicht viel anders sieht es auch beim Eisen aus. Also, da habe ich auch ziemlich gewütet schon. Da ist nichts zum Abernten. Jetzt frage ich mich allerdings wirklich, wie denn diese Heilpflanzen hier aussehen. Auch an Lebensformen haben wir hier eigentlich einen ganz guten Platz, weil hier sind eigentlich nicht wirklich Viecher, die einen angreifen. Zumindest nicht auf jeder Seite. Auf der anderen Seite, da sind so komische Pflanzen, die einen schon mal ein bisschen jagen, aber die hat man eigentlich leicht ausgeschaltet. Hier haben wir auch, da haben wir auch so einen Ureinwohner, so ein Wächter heißt der. Die tun uns auch Gott sei Dank nichts, das ist sehr geil. Die sehen auch echt lustig aus, die Typen. Ich muss allerdings zugeben, ich habe im ersten Moment, wo ich den gesehen habe, den direkt mal über den Haufen geschossen. Und dann ist er natürlich auch aggro auf einen. Aber wenn man denen nichts tut, tun die einem auch nichts. Was haben wir hier? Da ist nichts zum Sammeln, okay.
Ein Wayvera nehmen wir mal mit. Aber bisher Heilpflanzen habe ich noch immer keine gefunden. Ich weiß, wie gesagt, echt nicht, wie die scheiß Dinger aussehen. Aber ich finde, die Bäume haben sie eigentlich ganz gut hinbekommen. Das sieht schon lustig aus. Vor allem der Typ, der verschwindet quasi so fast, wenn er daneben steht. Sieht schon cool aus. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Fasern. Das sind, glaube ich... Ach, das kann ich jetzt gleich nochmal aufsammeln. Ich wollte eh zurück zu dem Erzlager. Da haben wir auch noch ein paar Quandorks und Sugar Crane. Aber das ist auch wieder nur Sugar Crane. Also, wie diese Heilpflanzen aussehen, wie gesagt, weiß ich echt noch nicht. Da habe ich bisher noch gar keine gefunden. Achso, ich wollte eigentlich da rein. Was machst du in meinem Erzlager, Junge? Ja, das Loch ist schon mittlerweile ein bisschen tiefer. Da habe ich doch ganz schön viel schon von der Schicht rausgenommen. Darum sind wir hier auch nur noch bei 57%. Aber ja, ich sag mal so, das Material habe ich auch gut verwenden können. Beziehungsweise ich habe es auch ja, in den Bau von der Base wirklich auch gebrauchen können. Und ich finde, mit diesem Verdampfer, das macht schon echt Laune, hier auch drin zu arbeiten. Vor allem geht das wirklich ziemlich schnell. Ich kann ja jetzt noch hier so ein bisschen was mitnehmen, nicht viel. Aber so ein bisschen ist immer nicht verkehrt. So. Da wir ja für manche Sachen auch Eisenbarren benötigen und nicht nur Eisenplatten. Deswegen habe ich immer lieber ein bisschen mehr noch im Lager, damit ich im Notfall noch ein paar Eisenbarren zusätzlich herstellen kann. Ja, ist jetzt nicht viel, was wir dabei haben, aber ich habe, wie gesagt, auch noch genug eigentlich im Lager liegen. Jetzt ist wirklich nur die Frage, wo kriege ich diese sogenannten Heilpflanzen her? Das ist echt eine gute Frage. Tun wir mal hier wieder die Corn Dogs rein. Was ich ein bisschen schade finde, dass man manche Sachen überhaupt nicht stacken kann. Also Aloe Vera, wieso kann man das nicht stacken? Verstehe ich nicht so ganz. Das ist für mich echt irgendwie so ein kleines Rätsel. Aber dass hier so viele Corn Dogs wachsen, das ist schon richtig geil, weil man echt ja, gut hier dann überleben kann. Renn ich gerade was? Oh, okay, keine Ahnung. Damit kann man wirklich sehr, sehr gut über die Runden kommen. Gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, ich sag mal, das Gebäude ist eigentlich auch schon groß genug für eine Person. Ich weiß nicht, inwieweit Leute hinterher joinen könnten. Ob das bei so einem Singleplayer überhaupt möglich ist. Bei manchen Spielen geht das ja. So, achso, da oben hatte ich das Erz. Ich sag mal, so Eisenbarren und Stahlplatten habe ich definitiv momentan genug eigentlich. Dann könnte ich auch die Fasern erstmal, die kann man komischerweise stacken, andere Sachen hingegen dann wieder nicht. Das ist, ja, ein bisschen kurios. So, die haben alle... Ist das Ding überhaupt an? Keine Ahnung. Weil eigentlich soll der Kühlschrank die Dinger ja vom Verderb schützen. Aber ich weiß nicht, ob die da auch ewig drin gelagert werden können. Also das weiß ich jetzt nicht. So, wir können aber nochmal gerade einen kurzen Abstecher auf hier die Seite noch machen. Vielleicht laufen hier auch gerade wieder ein paar von diesen ja, Pflanzen rum, die einen fressen wollen. Allerdings, da habe ich auch einige von abgeknallt. Ja, hier liegt zum Beispiel eine Tote. Allerdings, die hatte ich schon ausgenommen. Die Viecher hier, die tun einem ja sowieso nichts. Das ist vielleicht eine Heilpflanze? Nee. Ja, gute Frage. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Zack, zack. Zack.
Ich habe eigentlich soweit alles, was man hier in der Nähe sammeln kann, eingesammelt. Also ich weiß echt nicht, wie diese Heilpflanzen aussehen sollen. Muss ich echt mal nachschauen. Also man will ja auch nach und nach immer mehr vom Spiel kennenlernen. Was denn? Ah, das sind Heilpflanzen. Okay. Gegenstand verbrauchen. Das ist kein Problem, das esse ich einfach. Beute erlegen. Okay, das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Hier laufen ja genug Viecher rum. So, da haben wir doch schon was, was wir abknallen könnten. Da reicht aber unsere süße kleine Pistole. Mal mit da weglaufen. Ah, ich dachte, der wäre schon tot. So, geht doch. Zack. Ganz viel Fleisch dabei. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich direkt ein paar Schnitzel machen. Ja, Fleisch zubereiten. Das wollte ich jetzt sowieso machen. Das passt ja da sehr gut. Also wie gesagt, also hier werden wir, denke ich mal, doch sehr lange überleben. Sei denn jetzt, ich sag mal, die Drohnen und so kommen mit einer Übermacht an oder die schicken dann irgendwelche Viecher oder andere Sachen hier hin. Dann könnte es natürlich schon mal ein bisschen anders aussehen. Aber wenn jetzt nur die kleinen Drohnen kommen, das dürfte eigentlich hinhauen. Hier haben wir auch schon wieder Corn Dogs. Und mit Corn Dogs, da können wir uns wirklich voll fressen mit. So, Fleisch tun wir hier mal rein. Können wir eigentlich auch was mit den Corn Dogs machen? Anscheinend nicht. So, dann machen wir uns mal 4 gegrilltes Fleisch. Hier tun wir... Ah, den einen Corn Dog können wir da ja reintun. Sturmgewehr herstellen. Hab ich doch schon. Na, da konnte man doch irgendwie... MPDA, das... kann man das nicht... Als... Ja, keine Ahnung. Naja, vielleicht baue ich mir dann später noch ein Sturmgewehr. Mal gucken. Zack. Das tun wir aber auch erstmal in den Kühlschrank. Dann haben wir auch den Kühlschrank schon voll. Da ist nicht wirklich viel Platz drin, muss ich sagen. Also da habe ich echt gedacht, dass wir da ein bisschen mehr Platz hätten. Sugar Crane. Auch der Konstruktor ist mittlerweile packevoll. Ja, ich sag mal, den Kram kann ich ja erstmal im Inventar so größtenteils lassen, was jetzt nicht stackbar ist, und das Fleisch auch noch hier rein. So. Dann lassen wir das erstmal im Inventar, ist ja nicht so tragisch. Gut Leute, ich würde sagen, ja, das war's jetzt fürs erste Mal und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Haut rein!